ein wunderschönes herbstliches Hallo. Ja, jetzt ist der Herbst so angekommen in der Phase, wo der Schmuddel wieder anfängt. Und letztes Wochenende hatten wir so richtig schön goldenen Oktober, obwohl es da auch schon November war. Und deswegen habe ich mir überlegt, ihr bekommt von mir 3 Achtsamkeitstipps mit in diesem Video. Und ich habe mir überlegt, wie könnten wir das noch mal ein bisschen einfangen und vielleicht auch in Form einer Karte gestalten, sodass ihr diese Karte dann mit den wunderschönen Herbstfarben, mit dieser warmen, fröhlichen und feurigen Energie auch an Menschen weiterschicken könnt, denen es gerade vielleicht so in diesem November-Blues nicht so gut geht. Im November, ja, geht es ja oftmals vielen Menschen nicht so wirklich gut. Es liegt zum einen an dem Wetter, es liegt am anderen daran, dass die dunkle Jahreszeit anfängt. Ja, und passend zur dunklen Jahreszeit könnte ich jetzt sagen, ich habe meine Haare wieder dunkel gemacht. Ja, und ich möchte euch einfach einladen zu einer Aquarellmalerei. Das wird einfach sein. Ich werde euch da ganz einfach durchführen. Und ich schwöre euch, das kann jede von euch machen. Und damit könnt ihr kreativ in den November starten. Bevor es dann mit den Weihnachtskarten und allem anderen anfängt, möchte ich euch einfach nochmal so einen kleinen Schubser noch mit in die Richtung geben, in die Achtsamkeit. Und das vom Herbst noch ein bisschen mitzunehmen, das Goldene. Also das Video kommt dann gleich, wo ich euch dann zeige, wie wir diese Karte gestalten, die ich schon in meinem Art Journal habe. Bis gleich! So, ihr Lieben, dann lasst uns jetzt mal starten. Das, was ich mit euch geplant habe, ist, wie ich euch schon im Video mitgeteilt habe, ich habe hier eine Art Journal-Seite gestaltet mit Birken und mit Herbstlaub. Und zwar in abstrakter Art und Weise. Und das möchte ich euch jetzt zeigen, wie wir das machen. Und das geht auch ganz einfach. Als erstes nehmt ihr euch ein Aquarellpapier. Also ich habe das Watercolor von Hahnemühle. Ich mag dieses Papier sehr, weil es ja so eine schöne feine Struktur hat. Ihr könnt aber letztendlich jedes Aquarellpapier nehmen, was ihr zur Hand habt. So, dann braucht ihr natürlich Aquarellfarben und ja. Die Blätter habe ich hier als Inspiration an die Farben, die der Herbst denn da so zu bieten hat. Die legen wir jetzt mal auf Seite. Ich unterstütze mich gerade wieder mit Orangenöl. Ich hatte euch ja gesagt, dass es auch noch 3 Achtsamkeitstipps gibt. Also einer von mir ist ganz klar, mit ätherischen Ölen zu arbeiten. Und ich habe hier das Orangenöl. Und das Orangenöl habe ich sogar schon in meinem Wasser drin. Man kann das nämlich auch trinken. Und jetzt darf ich nur aufpassen, dass ich da jetzt nicht mit meinem Pinsel hineingehe. Ja, bei den Farben, ich benutze Aquarellfarben, auch da wieder vollkommen egal, welche Marke, welche Firma. Nimm das, was du zu Hause hast. In der Hauptsache brauchen wir die Orange-, Gelb- und Rottöne. Und ich habe ein Indigo-Blau. Und das Indigo-Blau nehme ich, um eben dann diese dunkleren Farbtöne reinzumachen und hier dann auch noch diesen Verlauf in die Birken, in die Bäume, sodass du da so ein bisschen ein Muster hast. Und ich habe mir jetzt hier mein Papier aufgeklebt. Also wenn du so von diesem Block hier so ein DIN A4-Blatt hast, dann kannst du daraus 4 Karten gestalten. Und das machen wir jetzt auch, also keine 4, sondern nur eine, die zeige ich dir jetzt. Und dann, ja genau, dann brauchst du so eine leere Plastikkarte, also nicht leere, sondern irgendeine benutzte. Ich habe da tatsächlich jetzt die genommen hier von dem Europapark, wo wir neulich waren. Das hast du vielleicht in meiner Story gesehen, wo ich dann auch ganz mutig war und tatsächlich mit den Bahnen gefahren bin. Wer weiß, dass ich Höhenangst habe etc., der kann nachvollziehen, dass es für mich wirklich dann eine Herausforderung war. Ja, einen kleinen Tipp möchte ich dir hier noch geben zu dem
Kleber, also zu dem Streifen, den ich hier benutze. Ich benutze den von Tesa und zwar den Sensitive. Das ist der hier, weil der mein Papier nicht zerstört. Also ich habe auch das von Action, dieses lilafarbene, stelle aber fest, dass es manchmal, trotz dass es auch ein Sensitive ist, dann mir hier das Papier kaputt macht an den Seiten und das ist jetzt natürlich ungewünscht und deswegen empfehle ich dir, gib lieber ein paar Euro mehr aus an der Stelle und nimm dieses Sensitive Band von Tesa, weil das macht das eben nicht. So, dann was ich noch gemacht habe, das habe ich mir auch schon vorbereitet. Ich habe dann einen so einen Streifen genommen und habe mir den dann in drei kleinere Streifen hier letztendlich geschnitten. Und das deswegen, weil die kleben wir jetzt hier einfach drauf. Das sind nämlich jetzt dann quasi unsere Birken. Und die klebe ich hier auch noch mit drauf. Und jetzt die dritte. Ja, machen wir ein bisschen einen größeren Abstand noch hier dazwischen. So, genau. Dann das erste, was ich mache, ich sprühe hier mit Wasser wirklich komplett die Fläche nass. Also, dass es wirklich sehr durchtränkt ist. Und dann nehme ich einen Aquarellpinsel. Du kannst bei den Aquarellpinseln, ich mag die von Da Vinci und habe jetzt hier den Casanea und den nehme ich jetzt und gehe damit einfach hier in meine Farben hinein. Und dann tupfst du einfach hier so willkürlich, ohne irgendeinen Plan, deine Farben auf. Und ich mische das. Mit unterschiedlichen Farbtönen hier. Also ich nehme die Orangetöne. Auch hier unten darf noch ein bisschen was davon mit rein. Rottöne. Das Schöne ist, du hast wirklich sehr schnell ein schönes Ergebnis. So, und was ich jetzt noch mag, ist, ich habe da so ein Violettton. Also fast so wie mein Nagellack. So eine Brombeere. Und auch die darf damit rein. Und siehst auch, weil das Blatt so nass ist, wenn du hier so ein bisschen einfach so reintupfst. Hier sieht es ja schon fast aus wie so ein Ahornblatt. So, und ein bisschen Grün darf natürlich auch nicht fehlen. Und ich nehme hier gerne ein bisschen einen dunkleren Ton. Aber auch da, nimm das, was du zur Hand hast.
Und ein paar Blätter dürfen natürlich hier auch am Boden liegen. So, und jetzt zum Abschluss nehme ich hier mein Indigo-Blau. So, und du siehst, es sieht jetzt hier recht wild aus. Und das lassen wir jetzt trocknen. Also wichtig ist jetzt an der Stelle, dass du hier jetzt nicht hergehst und mit einem Föhn versuchst, den Prozess jetzt hier zu beschleunigen, weil dann wird dein Ergebnis ganz sicher nicht so, wie du es dir wünschst oder vorstellst an der Stelle. Und deswegen warten wir jetzt einfach hier einen Moment. Und was du noch machen kannst, um hier ein bisschen eine Struktur reinzubringen, ist, wenn du da ein bisschen mit Klarsichtfolie, genau, ich nehme jetzt hier mal so ein kleines Stück Frischhaltefolie und pack mir die hier unten noch mit drauf. Das hatte ich dir ja schon bei den Regenschirmen gezeigt. Das mache ich tatsächlich nur in dem unteren Bereich. So, und jetzt warten wir, bis das trocken ist. Und dann zeige ich dir, wie du dann, dafür brauchen wir tatsächlich nur noch diesen einen Farbton, wie du damit dann die Bäume noch so gestaltest, dass sie halt hier diese Form haben. So, nachdem das Ganze jetzt getrocknet ist, können wir das entsprechend jetzt hier abziehen. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal her und nehme ein. Ah, es ist noch sogar ein bisschen nass, aber das macht nichts. Das stört mich jetzt überhaupt nicht an der Stelle. Jetzt ziehe ich meine weißen Blätter, meine weißen Klebestreifen hier ab, oder eigentlich sind sie ja zartrosa. Ja, und da siehst du jetzt auch gleich, warum ich mich ganz klar für diese Firma, also für die von Tesa entschieden habe. Weil du tatsächlich hier, ne? Du zerreißt hier nicht dein Papier, also du verletzt es nicht. Und das ist mir an der Stelle halt einfach wichtig, dass das Papier nicht verletzt wird. So, jetzt sieht das Ganze ja noch ein bisschen nichtssagend aus. Also nicht so wie jetzt hier, aber das wird sich gleich ändern. Und dafür brauchst du jetzt den Indigo-Blau-Ton. Ich mag das Indigo-Blau lieber als Schwarz an der Stelle, weil es nicht so hart ist und weil das Schwarz natürlich zu starke, zu krasse Konturen an der Stelle macht. Und außerdem finde ich, haben die Birken ja auch immer so ein bisschen einen leichten, bläulichen Stich in ihrem Weiß. Und jetzt möchte ich dir noch mal ein bisschen was zu den Birken überhaupt sagen. Die Birken sind ja auch Kraftbäume. Also wie jeder Baum ein Kraftbaum sein kann, so ist es auch die Birke. Und die Birke hat diese phänomenale Fähigkeit zu entdecken, wo sich das Wasser bewegt, also wo Wasser ist. Und deswegen stehen sie ja auch sehr oft in Auen. Und die Botschaft der Birke als Kraftbaum ist: Du bist jetzt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und das passt ja auch so schön, wenn man das mal aus den universellen Gesetzen sieht, dass wir immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, das fühlt sich alles jetzt ein bisschen quer an und es passt jetzt eigentlich nicht so ganz. Und was ich total schön finde, ist, was Birke eigentlich bedeutet vom Namen her. Und das bedeutet die glänzende, die leuchtende und die strahlende. Und genau deswegen habe ich mich jetzt hier auch entschieden, diese Birken als Motiv mit reinzunehmen, weil wir möchten ja ein bisschen Leuchtkraft und Strahlen wieder in die Welt tragen. Und außerdem ermutigt dich die Birke auch dazu, zu sagen, ich möchte in den kreativen Flow kommen, ich möchte etwas bewirken, ich möchte etwas in die Welt bringen. Ich möchte meine Herzenswünsche in irgendeiner Form in die Welt bringen. Und
Jetzt nehmen wir wieder, da nehme ich jetzt wirklich einen ganz feinen Aquarellstift, weil ich möchte jetzt ja hier auch meine Umrandungen hier von dem Baum eher ein bisschen feiner gestalten. Und jetzt siehst du auch gleich, für was wir jetzt die Karte hier benötigen. Die benötigst du, um damit hier reinzuziehen. Also du setzt das einfach hier im Feuchten an und ziehst es. Und ich nehme auch wieder hier relativ viel Wasser, damit ich das auch ziehen kann. Und an manchen Enden mache ich es ein bisschen kräftiger von der Farbe her und an anderen ein bisschen weniger. Also du siehst, das ist eine ziemlich einfache Technik, um diesen gewünschten Effekt zu erzielen. Ja, und auch wenn es mal an einer Stelle ein bisschen kräftiger ist, stört mich das jetzt hier auch nicht, weil es darf ja auch ein Baum mal ein bisschen einen kräftigeren Stamm haben. Ja, es hat so ein bisschen was schon wie Zauberkraft, finde ich. Und immer wieder nehme ich zwischendrin einfach mehr von dem Wasser mit rein. Und ich bin mir sicher, dass du irgend so eine alte Kreditkarte, Scheckkarte in irgendeiner Form bei dir zu Hause liegen hast. Und ich finde, es macht auch Spaß zu sehen, wie dann hier auf einmal diese Struktur im Baum entsteht. Und Spaß macht's auch. Das war jetzt fast ein bisschen zu viel. Genau. So, und dann setze ich hier auch dazwischen noch mal so ein paar Akzente. Und denke mal dran, es ist eine abstrakte Waldlandschaft. Es ist also nicht wichtig, dass das jetzt hier 100% passt und stimmt. Es soll dir Spaß machen, es soll Freude bringen und mehr braucht es da an der Stelle auch nicht. So, und hier mache ich jetzt mir
noch ein paar Äste. Und die versetze ich jetzt auch ein bisschen. So dass sie nicht komplett akkurat sind. Genau. So, und hier mag ich noch ein bisschen von dem dunklen Farbton mit hineinpacken. Und jetzt mache ich noch eins. Ich nehme jetzt tatsächlich noch mal das Grün. Weil ich hier unten noch so ein paar Gräser mit einfügen mag. So, und jetzt zum Schluss nehmen wir gleich nochmal den Feinliner, um hier auf die Farbe nochmal kurz drauf zu gehen. Aber da musst du dir sicher sein, dass die Farbe schon getrocknet ist, weil ansonsten macht es dir deinen Feinliner kaputt. Und da gehe ich jetzt einfach hier gestrichelt. Genau. So, und schon ist unser Bild fertig. Jetzt können wir das wieder abziehen. Voilà. Und so sieht jetzt deine fertige Karte aus. Und jetzt kannst du natürlich diese Karten versenden an gute Freunde oder du kannst sie auch in dein Art Journal mit hineintun. Vielleicht hast du auch ein Journal, wo du gerade für dich mit dem Herbst ein Thema bearbeitest, weil jetzt kommt ja schon fast Weihnachten. Aber ich hoffe, du konntest mit dieser Inspiration jetzt etwas anfangen und du siehst, dass es echt einfach ist. So, und jetzt hatte ich ja versprochen, dass du von mir noch ein paar Achtsamkeitstipps dazu bekommst, also 3 Stück. Und dazu drehe ich jetzt die Kamera um, damit ich dir das erklären kann. So, jetzt kommen meine 3 Tipps für dich.
Ich nannte sie jetzt Achtsamkeitstipps, obwohl ich das Wort Achtsamkeit, weil es so abgedroschen ist mittlerweile, nicht so wirklich mag. Tatsächlich mag ich lieber ein Pass auf dich auf, gib Acht auf dich, schau, dass es dir gut geht. Und dazu bekommst du jetzt diese drei Tipps von mir. Also mein erster Tipp ist, schenk dir in aller Ruhe eine Tasse Tee ein, ja? Und genieße diesen Tee. Versuche einfach mal zu schmecken, wie schmeckt so ein Tee. Also nicht dieses, was wir häufig machen, wir hasten so durch die Gegend und dann trinken wir alles irgendwie schnell und unsere Geschmacksrezeptoren können es schon gar nicht mehr richtig wahrnehmen, weil wir so in der Hektik sind und ja, nicht mal mehr unseren Kaffee, unseren Tee, unser Wasser. Wir nehmen das alles, wir füllen das einfach nur so in uns rein oder schütten es in uns rein, um es mal ganz krass zu sagen. Und tatsächlich hier mit einem Tee, wenn du einen Früchtetee magst, wenn du lieber aromatisierte Tees magst, dann nutze die für dich und dann riech auch mit rein, was für ein Aroma da gerade rauskommt. Also mach dir das mal ganz bewusst und trinke langsam. Trinke wirklich den Tee langsam. Ich habe hier einen Darjeeling. Ich mag am liebsten tatsächlich bei einem schwarzen Tee einen Darjeeling, weil der so eine helle Blüte hat. Und auch das schaue ich mir an in der Tasse. Also wenn ich den eingieße, dann kommt da so ein, ja, dann kommt der warme Dampf drauf, dann habe ich dieses Aroma mit da drin und ich nutze ihn tatsächlich in der uralten Kanne von meiner Oma, die ich vererbt, könnte man sagen. Ja, tatsächlich habe ich diese Kanne dann irgendwann mal von meiner Oma mitbekommen, nachdem meine Oma verstorben war. Und die Kanne hat Kriege überlebt, sie ist sogar einmal runtergefallen. Also wer mich schon ein bisschen länger kennt, kennt auch die Geschichte dieser Kanne. Ich habe sie sogar mal in Aquarell gezeichnet bei den Dingen, die mir wichtig sind. Und diese Kanne ist mir wichtig. Sie ist nicht schön, sie würde keinen Schönheitspreis gewinnen, sie passt überhaupt nicht in unsere Einrichtung. Aber ich liebe diese Kanne und ich freue mich, wenn ich damit dann wirklich so meine Tasse Tee genießen kann. Und da wirklich auf die Geschmacksknospen achten, wie schmeckt denn dieser Tee? Ja, wenn ich mir eine Tasse Tee gönne, dann habe ich auch immer meinen Diffuser mit am Räuchern, wollte ich schon sagen. Der Diffuser räuchert natürlich nicht, der vernebelt, das ist ein Kaltvernebler. Und was ich total mag, gerade wenn es draußen so trist ist, dann nehme ich gerne Düfte, die mich in eine andere Welt führen. Und die wilde Orange, die habe ich dir ja schon mal vorgestellt. Und was ich gerne mache, ich nehme dann tatsächlich einen Tropfen in die Hand, verreibe das und rieche dann auch an diesem Öl. Und zack, bumm, bist du schon gleich, fährt dein System schon gleich wieder runter. Also wenn du gerade so ein Gedankenkarussell hast, wenn du dir ganz viele Sorgen machst, wenn du gerade wieder so einen Film laufen hast wie, oh Gott, wer weiß, was jetzt auf uns zukommt. Ich meine, die letzte Woche mit den ganzen Nachrichten, die wir hier auf politischer Ebene hatten, ohne dass ich da jetzt näher drauf eingehen will, weil ich will hier keinen politischen Talk machen. Aber es gibt Menschen, denen macht es dann Angst. Die machen sich dann Sorgen und die haben dann ein Kopfkino und überlegen schon, oh Gott, wer weiß, was jetzt in der Zukunft alles passiert. Und dann laufen die vollen Horrorstreifen ab. Also die brauchen sich keinen Horrorfilm mehr anzuschauen, weil den haben sie hier oben im Kopf, in ihrem Verstand, wo komplett der Horrorstreifen abläuft. Und da kann es hilfreich sein, wirklich so eine Handinhalation mit einem ätherischen Öl zu machen. Du kannst mich gerne anschreiben, wenn du dazu mehr wissen möchtest. Der Tipp Nummer 2 an der Stelle ist der, wenn du wieder in so einem Sorgenkarussell drin bist und schon wieder die Horrorszenarien für die Zukunft kreiert hast, dann frag dich an der Stelle, hast du dieses Problem jetzt aktuell in genau dieser Minute? Also ein Beispiel. Oh Gott,
wenn die Regierung jetzt nicht steht, wenn da jetzt hier noch weitere schlimme Sachen passieren, wer weiß denn, ob ich morgen überhaupt noch meinen Job sicher habe? Und wenn ich meinen Job morgen nicht mehr sicher habe, oh Gott, wovon soll ich denn die Miete zahlen? Wovon soll ich meine Tiere ernähren? Wovon soll ich mich ernähren? Ja, ich sage die Tiere als erstes, weil meistens die, die Tierliebhaber sind, da kommen die Tiere immer zuerst. Also bei mir ist es definitiv so, dass ich mir dann über die Tiere als erstes Sorgen mache. Und schon bist du in dem vollen Horrorstreifen drin, den du dir selber kreiert hast. Weil, wenn du dir die Frage stellst, hast du dieses Problem jetzt in diesem Moment, dann kannst du dir nur beantworten, nein, habe ich nicht. Weil du hast jetzt in diesem Moment, hast du deinen Job. Und in diesem Moment müssen weder deine Kinder noch du Hunger leiden. Und in diesem Moment hast auch du nicht dein Zuhause verloren oder sonst irgendetwas. Das sind alles Filme, die ablaufen aufgrund unseres Verstandes, der diesen Horrorstreifen produziert. Und wenn du dir diese ganz einfache Frage stellst, dann habe ich das Problem jetzt in diesem Moment. Und du kannst es mit Nein beantworten. Das ist bei dem Sorgenkarussell immer der Fall. Dann hast du es nicht in diesem Moment. Und dann kannst du dich entspannt zurücklehnen und sagen, okay, gut, ich habe es jetzt nicht. Ich habe es jetzt nicht. Und damit richtest du deinen Fokus wieder auf etwas anderes. Das ist ein achtsamer Umgang mit dir, weil du darauf achtest, deine Gedanken zu kontrollieren, zu gucken, was da gerade abläuft in deinem Kopf, und dann kannst du stoppen. Dann kannst du sagen, hey, stopp, hier, no, das will ich nicht. Und dann kannst du da auch eingreifen. So, und dann, wenn du natürlich hier einen Tee trinkst, also was ich gerne mache, wenn ich einen Tee trinke, dann habe ich meistens nehme ich mir dann, wenn es zu Hause ist, auch gerne mal ein Buch in die Hand. Und dafür habe ich jetzt für dich einen Buchtipp. Ja, ne, auch mal ganz ungewöhnlich, also unbezahlte Werbung an der Stelle, denn das Buch habe ich geschenkt bekommen, letztes Jahr zu Weihnachten. Ich habe es schon vor längerem durchgelesen und habe mir gedacht, boah, jetzt in der Herbstzeit, wo man gerne auch mal wieder liest, möchte ich dir dieses Buch mit ans Herz legen. Du siehst es jetzt hier spiegelverkehrt. Das Buch heißt Die Mitternachtsbibliothek. Und ich finde das Buch total spannend. Worum geht's? Also die Protagonistin, da läuft so ziemlich vieles schief in ihrem Leben. Und gerade das, was ich vorher eben gesagt habe, aber sie verliert tatsächlich den Job und ihre Katze stirbt. Ja, und sie denkt sich so, boah, irgendwie so mein Leben ist jetzt ja auch nicht mehr so wirklich lebenswert. Und sie hat damit auch schon so ziemlich abgeschlossen und beschließt, sich ins Jenseits zu befördern. So, und dann an der Schwelle vom Jenseits kommt sie in einen Raum, in dem eine riesengroße Bibliothek ist. Und in dieser riesengroßen Bibliothek darf sie sich immer ein Buch raussuchen, weil sie stellt sich die Frage, was wäre passiert, wenn ich in meinem Leben andere Entscheidungen getroffen hätte. Wenn ich mich für eine andere Ausbildung, für einen anderen Partner, für einen anderen Wohnort, für was auch immer entschieden hätte. Was wäre dann mit meinem Leben passiert? Und natürlich kreist in ihrem Kopf die Frage rum, boah, wäre es besser gewesen? Wäre es jetzt besser gewesen, wenn ich mich entschieden hätte, Höhlenforscherin zu werden oder auf die Antarktis zu gehen oder meine Karriere an dem Punkt zu machen? Was wäre passiert, wenn ich meine Gaben, alles, was ich habe, anders genutzt hätte? Und jetzt ist sie in diesem Raum. Und sie eben diesen Übergang hat, weil sie ja vor lauter Verzweiflung in ihrem Leben dann eben beschlossen hat, okay, ich nehme jetzt das Leben. Und sie hat diesen Raum zwischen dem Hier und dem Jenseits in dieser Bibliothek. So, und jetzt schnappt sie sich so ein Buch, also sie läuft durch die Gänge und dann ist es so ein bisschen so, fast so ein bisschen wie bei Safon im Schatten des Windes, wo er in diesem Friedhof der vergessenen Bücher dem Protagonisten ein Buch dann in die Hände fällt. Und so ein bisschen so ähnlich ist es. Vielleicht gefällt mir das Buch auch deswegen so gut.
Und sie nimmt jetzt so ein Buch und schlägt es auf und es ist jetzt ein Leben. Ein Leben, das sie hätte führen können, aber nicht geführt hat. Und dann ist sie komplett in diesem Film drin. Und das macht sie noch ein paar Mal mit diesen unterschiedlichen Leben und wie sie dann ausgegangen wären. Und ich finde das super spannend, weil oftmals stellen wir uns auch die Frage, was wäre denn gewesen, wenn ich mich für einen anderen Beruf entschieden hätte, wenn ich in eine andere Stadt oder aufs Land gezogen wäre, wenn ich ins Ausland gezogen wäre, wenn ich mich für Kinder entschieden hätte, wenn ich mich gegen Kinder entschieden hätte, wenn ich mich für was auch immer entschieden hätte, ja? Und ganz heiße Buchempfehlung und ich bin gespannt, wenn du mir berichten wirst, wie dir dieses Buch gefallen hat. Und gerade deswegen auch ein Buch tatsächlich in Buchform, weil so ein Buch, wenn du in der Hand hast, das hat was Haptisches. Ich finde immer, die Seiten riechen nach, ja, die Seiten riechen. Und ich mag das tatsächlich, wenn du mehr der Hörbuch-Fan bist, ja, dann nimm dir deine Tasse Tee und schnapp dir ein Hörbuch, egal welches. Oder hör einen Podcast. Aber nutze die Zeit, wenn du deine Tasse Tee trinkst, um auch mal Abstand zu nehmen von Social Media. Ja, das ist jetzt vielleicht kontraproduktiv, weil du schaust dir gerade ein YouTube-Video von mir an. Aber nutze den November doch auch mal, um in die Stille zu gehen, um Stille, um Einkehr bei dir zu finden. Denn so kannst du dich dann auf den Dezember vorbereiten, kannst dich tatsächlich auf die Winterzeit vorbereiten. Und das wünsche ich dir von Herzen und viel Freude auch mit der kleinen Herbstliebe-Malerei. Also meine drei Birken heißen ja bei mir Herbstliebe. Und in diesem Sinne, mach's gut, hab's fein, sorge gut für dich. Und wenn du Fragen hast, schreib mir gerne, du weißt, wo du mich findest, wie du mich findest. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Bis dann. Tschüss, die Regina.